So, also man hört mich gut, alle verstehen was, ne? Wunderbar. Genau, also ich bin Dino Romanovic, Dino, wie gerade schon gesagt, und komme von der Tarent. Hier auch mein Gesicht, falls man das sieht. Und ich erzähle euch was zu reaktiver Programmierung und wie man das in Go macht, warum man es vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger machen kann und auch mit einem Beispiel am Ende, wo wir das einmal durchprogrammieren. Einmal der obligatorische Company Slide. Wie gesagt, ich komme von der Tarent. Das ist eine Firma in Duisdorf. Und die hat mir das hier ermöglicht. Da konnte ich auch ein bisschen Arbeitszeit für aufwenden. Wir benutzen ganz viel Open Source. Also schaut mal vorbei. Wir haben auch einen Stand drüben. Da kann man auch was spielen. So, genau. Also heute werden wir darüber reden, was Reaktivität überhaupt ist, wie wir in anderen Sprachen damit umgehen, warum das in Go ein bisschen anders funktioniert, was die Grundlagen dafür sind, dann noch so ein bisschen mit Go-Basics. Dann gibt es ein Live-Coding und dann ein kleines Fazit und dann könnt ihr Fragen stellen. Also ihr könnt auch jederzeit zwischendurch Fragen stellen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach reinrufen. Ich wiederhole die Frage dann für den Stream und antworte dann auch. Genau. Dann sparen wir uns auch das Rumgerenne mit dem Mikro. So, was ist Reaktivität überhaupt? Also das Wort reaktiv wird in zwei Kontexten in der IT viel benutzt. Einmal gibt es reaktive Systeme und reaktive Programmierung. Ich rede heute nicht über reaktive Systeme, wird aber häufig zusammen genutzt. Falls euch das interessiert, könnt ihr aus Reactive Manifesto gehen. Da ist so durchdefiniert, was ein reaktives System ist. Und euch das mal angucken. Ganz kurz geht es da darum, dass da so Prinzipien wie Elastizität und Widerstandsfähigkeit irgendwie erfüllt werden. Aber das ist heute nicht das Thema. Das Einzige, was so ein bisschen dahin geht, ist unten diese Nachrichtenorientierung, aber dazu später mehr. Reaktiv, also das Wort an sich hat ja schon eine Bedeutung ursprünglich. Reaktiv bedeutet als Reaktion auf einen Reiz auftreten, also in der Psychologie, ich reagiere auf irgendwas. Und in der Chemie bedeutet das eine Reaktion von zwei Stoffen irgendwie. Das heißt, aufgrund von einem vorhergehenden Ereignis passiert etwas. Ne? Komm, okay, cool. Oder Wikipedia zitiert, hier leider auf Englisch, in Computing Reactive Programming is the declarative paradigm, programming paradigm concerned with data streams and the propagation of change. So, das heißt, propagation of change, also das heißt Reaktion oder Betrachtung von Änderungen. Was bedeutet das, wenn mein Code auf Änderungen reagiert? Das heißt, dass jede Operation eine andere Aktion auslöst. Oder jede Aktion oder Änderung löst eine Aktion aus. Das beste Beispiel hier ist ein Chat. Ne? Also wir alle benutzen irgendwie Signal oder WhatsApp oder was man da halt so benutzt. Und das ist nichts anderes. Das heißt, ich schreibe da eine Nachricht rein und instant wird dann an alle Teilnehmer die Nachricht weitergesendet. Das ist nichts anderes als eine Aktion auf die Nachricht. Das heißt, ich habe eine Reaktion auf Änderungen. Dann habe ich Streams, was da auch gerade in dem Zitat war. Was sind Streams? Streams sind eine Kette an Änderungen oder an Events. Das heißt, ich habe eine Menge an Daten oder Events, in dem Fall Zahlen, und ich mache irgendwas damit. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück, so wie ich es brauche. Und gebe dann eventuell noch eine eigene Kette raus. Und das Dritte, und jetzt wird es ein bisschen technischer, ist Observer. Was ist Observer? Ich habe da jetzt irgendwie so ein tolles Stockfoto genommen, wo jemand guckt. Aber Observer ist jetzt etwas, das gibt es schon sehr, sehr lange. Ja? Also wenn man Java programmiert hat, dann kennt man das vielleicht schon seit 15 Jahren oder so oder 10 Jahren. Observer sind Objekte, die auf einem anderen Objekt sozusagen lauschen oder gucken, ob es bei denen Änderungen gab. Und wenn es eine Änderung gab, dann wird das all diesen Observern mitgeteilt. Und dann machen die irgendwas damit. Also wenn wir jetzt hier konkret gucken, das ist in so einem klassischen Klassendiagramm irgendwie, aber rechts ein bisschen interessanter, dann sehen wir, es gibt hier zwei Observer, ein Subjekt, die melden sich an und sagen, hey, ich will mitbekommen, falls was passiert. Und falls bei diesem Subjekt irgendein Status gesetzt wird oder irgendwas gemacht wird, dann updatet er eben diese anderen Observer. So, und das ist irgendwie das Pattern,
das Programmierpattern, was dafür genutzt wird, zusammen mit diesen Streams und dieser Reaktion auf Änderungen. So, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich werde das ein bisschen beleuchten, wie das in anderen Sprachen wirklich passiert. Also reaktive Programmierung ist nichts Neues, das gibt es schon was länger und vor allem gibt es das nicht erst seitdem es Go gibt, sondern da gibt es ein paar Frameworks und eins ist ReactiveX. Also wenn man reaktiv programmiert, dann macht man das mit relativ großer Wahrscheinlichkeit momentan mit ReactiveX. Es gibt auch ein paar andere Frameworks, aber ReactiveX ist so das am allerweitesten verbreitete und es gibt es in allen Sprachen irgendwie. Java, JavaScript, ihr seht es links. Mit ReactiveX kann man eigentlich die Sachen, die man dort lernt, in allen Programmierumgebungen anwenden. Kleines Beispiel jetzt für Java, und zwar ohne diese fancy neuen Lambdas und so, sondern neue Anführungsstriche, sondern ganz altmodisch ist hier ein reaktives Programm für Hello World. Ja, also mehr overengineeren kann man nicht, aber sonst passt es auch nicht auf ein Slide. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass wir so ein Observable haben. Also in dem Diagramm vorher war das ein Subjekt, welches von einer Liste von Namen, in dem Fall hier, also generiert wird und dann subscribet sich ein Observer drauf. Also da dieses Pattern, was wir gerade gesehen haben. Und was der macht, ist einfach immer, wenn eine Nachricht reinkommt, in dem Fall ein Name, dann macht er Hallo, Name. Ja, also relativ simpel. In einem modernerem Java oder jetzt zum Beispiel hier in Scala kann man das ein bisschen kürzer machen mit diesen Lambda-Funktionen, da sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Von der Liste von Namen melde ich mich drauf an und mache dann für jede Nachricht, die reinkommt, ein Hallo-Name. Okay, das ist jetzt ganz cool und relativ simpel. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das nicht einfach eine statische Liste mit Namen ist, sondern vielleicht eine WebSocket-Verbindung oder ein Stream an Daten von der Platte oder so, dann macht das auch Sinn auf einmal. Go ist aber ein bisschen anders, was das angeht. Also wir haben das jetzt bei Java gesehen, da gab es, ich gehe mal eins zurück, bei Java und bei Scala gibt es Generics. Dann kann man viele verschiedene Typen benutzen und es ist trotzdem relativ leicht zu programmieren. Bei Go gibt es das nicht, Generics, aber da komme ich gleich drauf zurück. Also Go versucht das alles ein bisschen anders zu machen. Zitat von Kerningen, der auch C mitentwickelt hat, Debugging is twice as hard as writing the code in the first place, therefore if you write the code as cleverly as possible, you are by definition not smart enough to debug it. Ne? Das heißt, ich kann ganz, ganz viele Abstraktionen benutzen, wie wir gerade gesehen haben mit diesen Generics, und meinen Code möglichst kurz und präzise und schön schreiben, aber wenn ich dann 4 Monate später einen Bug debugge, heißt das nicht unbedingt, dass ich noch schlau genug bin, um das zu verstehen, was ich gemacht habe. Deswegen versucht man bei Go möglichst alles echt einfach zu halten. Ja, das heißt, jeder einzelne Teil der Sprache soll einfach zu verstehen sein, mit der Hoffnung, dass das zu Einfachheit führt. Und Einfachheit soll dann dazu führen, dass Code wartbar und verständlich ist und so weiter. Go hat so ein paar Werte, die sie sich auf die Fahnen schreiben. Das heißt, man versucht alles irgendwie durchdacht zu haben. Einfach, es soll effizient sein, verlässlich, produktiv und freundlich, sodass auch Anfänger relativ gut damit klarkommen. Ne, das heißt, keine krassen Patterns, für die man erstmal viele Bücher wälzen muss, sondern am besten so, dass man erstmal direkt auch mit kleinem Programmierwissen einsteigen kann und dann besser werden kann. Und es gibt jetzt auch dieses ReactiveX für Go. Und die Frage ist, ob das jetzt so ganz gut zu diesen Paradigmen passt, die wir da hatten. So sieht das jetzt erstmal in Go aus. Ich erkläre gleich ein bisschen minimal Syntax, wie das in Go aussieht, eigentlich, was das heißt. Aber was wir hier sehen, ist eine Funktion, die irgendein unbestimmtes Interface, also irgendwas annimmt und irgendwas rausgibt. Das heißt, ich kann hier nicht kontrollieren, was ich annehme oder was ich rausgebe, sondern muss dann, was man hier sieht, ganz explizit auf einen Typ prüfen und dann Fehler zurückgeben, falls der Typ irgendwie der falsche war. Und das passt nicht so ganz zu Go, werde ich auch gleich erklären, warum. Aber das Fazit ist so ein bisschen, damit man das Pattern und die generische Herangehensweise von diesem ReactiveX anwenden kann,
opfert man so ein bisschen den Stil, den man in Go sonst pflegt. Und ich glaube, das kann man anders machen, aber heißt nicht, dass das super schlecht ist. Ich denke nur, es gibt auch einen einfacheren Weg. So. Für die Leute, die jetzt noch nicht Go gemacht haben, hatte ich schon mal Feedback bekommen, dass ich so ein ganz kleines bisschen ein, zwei Syntaxbestandteile erkläre, die ich auch später benutzen werde im Live-Coding. Das heißt, bei Go gibt es so ein paar Bestandteile, die wichtig sind für das, was ich gerade gesagt habe. Go ist eine streng typisierte Sprache. Also wenn man Java gemacht hat, kennt man das. Wenn man JavaScript gemacht hat, vielleicht nicht. Aber alles hat irgendwie einen Typ und ich kann nicht ein String als Integer benutzen oder so etwas. Das muss ich ganz bewusst konvertieren. Ich kann auch eigene Typen definieren. Zum Beispiel sage ich hier, es gibt einen Nutzer und der hat einen Namen. So, und dann kann ich jetzt nicht einfach ein Auto da reingeben, was Reifen hat sozusagen, sondern ich erwarte dann Nutzer mit Namen, wenn ich damit arbeite. Und wenn ich eine Variable anlege, dann hat die einen Typ, könnte jetzt auch User sein, und der kann ich dann auch nur so einen Wert zuweisen. Bei JavaScript weiß ich da irgendwas zu. Was auch okay ist. Und damit das alles ein bisschen einfacher ist, kann Go Typen inferieren und versteht dann direkt, dass 42 ein Integer ist und weist diesen Wert zu. Das erkläre ich jetzt nur, weil das im Live-Coding vorkommen wird, weil der Code dann ein bisschen schöner ist. Ach ja, genau. Auch Funktionen sind Typen. Da komme ich aber gleich drauf zurück. Funktionen in Go sehen aus wie in anderen Sprachen. Wenn man Java gemacht hat, wer von euch hat vorher Java gemacht? Kurze Frage. Okay. Wer hat andere Programmiersprachen gemacht? Okay, also mehr nicht Java als Java. Okay, interessant. C oder eher JavaScript, Python, sowas. Wer hat typisierte Sprachen gemacht? Wer programmiert untypisiert? Alles egal, okay. Na gut. Funktionen in Go sehen so aus, dass ich, wie bei anderen Sprachen auch, einen Input-Parameter habe und ein Output. Und bei Go ist das so angeordnet, dass am Anfang erst der Input kommt und nach der Funktion der Output. Und dann return ich das, wie bei anderen Funktionen auch. Ganz einfach. Die Besonderheit ist, dass ich bei Go mehrere Rückgabewerte haben kann. Das heißt, anstatt dass ich, falls ich mehrere Infos zurückliefern will, ein Array generieren muss oder so, kann ich auch einfach direkt diese Werte zurückliefern. Und das nutzt man ganz, ganz häufig, um Fehler zu transportieren. Das heißt, bei Funktionen, wenn etwas schief geht, was zu erwarten ist, dass etwas schief geht, dann wird häufig der Fehler am Ende mitgegeben und man reagiert dann darauf. In dem Falle macht man ein, wenn es keinen Fehler gab, oder wenn es einen Fehler gab, wenn der nicht nil ist, dann logge ich was und mach weiter. Genau, das heißt, wir haben strikte Typen, wir haben Variablen, die diese Typen haben und die wir intelligent zuweisen können. Wir haben Funktionen. Ja, so. Aber das ist jetzt egal für Reaktivität erstmal. Das ist nur so ein bisschen Syntax. Was ganz wichtig ist bei Reaktivität, oder wenn wir das jetzt umsetzen, ist für mich ein Satz, nämlich Concurrency is not Parallelism. Das ist von Rob Pike, auch einem der Miterfinder der Sprache. Was das konkret bedeutet, ist, dass wir nicht nur darauf gucken, dass wir die Sachen parallelisieren, also in dem Fall befeuert jemand einen Ofen mit irgendwie so Briketts. Und das könnte man jetzt ganz viel besser machen, indem man da ganz viele Brikettstapeln macht und ganz viele Öfen. Aber man kann auch diesen einen Prozess mit einem Ofen und einem Brikettstapel schon wesentlich effizienter machen. Und wenn wir reaktiv programmieren, dann wollen wir möglichst, dass jeder einzelne Teilschritt unabhängig von den anderen sehr effizient läuft. Das veranschaulicht man ganz gut, indem man diesen Prozess, den wir jetzt hatten, erweitert um noch zwei Gopher oder was Erdmännchen heißen die, glaube ich, ne? Das heißt, anstatt dass ich einen habe, der am Anfang die Briketts nimmt und dann drüber schaufelt und dann ins Feuer schmeißt, habe ich einen, der tut immer Briketts in einen Wagen, einen, der fährt die rüber und einen, der tut's ins Feuer. So, dadurch habe ich wegoptimisiert, dass der in der Mitte viel länger läuft, als die zum Beispiel die Sachen am Anfang reintun. Aber das ist trotzdem noch nicht optimal, weil das Laufen in der Mitte dauert immer noch länger als die anderen Sachen. Also kann ich jetzt, weil ich so aufgeteilt habe, zwei Leute in der Mitte laufen lassen. Ja? Oder fünf, je nachdem, wenn der Weg ganz lang ist.
Und auf einmal funktioniert das hier ganz, ganz schnell, obwohl ich nur einen Prozess habe. Wenn ich aber so toll bin und einen Prozessor zum Beispiel mit ganz vielen Kernen oder so, dann mache ich das Ganze halt noch zweimal. Aber trotzdem ist der einzelne Prozess dadurch effizienter geworden. Und das wollen wir auch betrachten, wenn wir reaktiv programmieren. Damit das nicht nur diese Paradigmen hat, dass das reagiert und kleinschrittig agiert, sondern dass es auch eben sehr effizient ist. So, um das zu verstehen, erkläre ich, wie Go Multithreading behandelt. Sehr kurz. Und zwar gibt es in Go sowas, das heißt Go-Routinen. Und in Go ist das Wort Go. Ja, also in der Programmiersprache gibt es ein Wort, das wirklich Go heißt. Und der Unterschied zu Threads ist, dass so eine Go-Routine nicht automatisch einen Thread belegt und den die ganze Zeit belegt und dann den Prozessor belegt, sondern wenn sie nichts tut, dann blockiert sie auch keinen Thread. Und wenn ein Thread nichts zu tun hat, dann schnappt er sich halt eine Go-Routine, die gerade was zu tun hätte. So. Würde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber für uns heißt das ganz konkret, wir sagen Go, irgendeine Funktion, und dann läuft die abstrahiert, asynchron irgendwo. Und das kann ich auch ad hoc mit so einer anonymen Funktion machen. Das spart uns halt ganz viel Koordinationsaufwand. Wenn ich an Java denke, wo ich herkomme, da gibt es ganz häufig die Thread-Pools und andere Konstrukte, die relativ kompliziert sind, wo man durchsteigen muss und die relativ abstrakt sind und versteckt. Bei Go kann ich diese Sachen relativ gut sichtbar runterprogrammieren. Kurz um zur Erklärung, wenn ich sowas starte, für die Leute, die noch nicht so viel Multi- oder Parallelprogrammierung gemacht haben, dann kann das natürlich sein, dass die Sachen nicht in der Reihenfolge ablaufen, in der ich sie gestartet habe. Ne? Das heißt, 1, 2, 3 wird dann ganz schnell zu 1, 3, 2. Das muss ich bewusst haben, oder das muss mir bewusst sein, aber innerhalb von so einer Routine kann ich ganz normal von oben nach unten imperativ durchprogrammieren, so wie ich es gewohnt bin. Das heißt, I ist 1, I ist I mal 2 und was auch immer ich machen will und innerhalb von dieser einen Routine muss ich mir keine weiteren Gedanken machen. Aber jetzt habe ich hier so ein Ding gestartet, was irgendwas macht und ich will einen Rückgabewert. Aber wenn das irgendwie asynchron irgendwo läuft, mir jetzt nicht ersichtlich, dann kann ich ja nicht in dem Punkt in meinem Code, wo ich das gestartet habe, auf einen Rückgabewert warten. Dann habe ich nämlich alles verloren, was ich da gewonnen habe mit Asynchronität und so. Das heißt, wenn ich hier so eine Funktion habe, die einen Output hat mit einem String, wie kriege ich denn jetzt hier diesen Output raus? So. Und damit wir diese Kommunikation zwischen diesen Go-Routinen und diesen Threads und diesen ganzen asynchronen Zeug irgendwie hinkriegen, gibt es in Go Channels, heißt das. Ein Channel ist erstmal sowas wie eine Queue. Das heißt, ich habe eine Warteschlange an Dingen, in die ich was reintun kann und von der ich was rausnehmen kann. Und die sind, wie alles andere in Go auch, stark typisiert. Das heißt, ich habe dann eine Warteschlange an Strings oder eine Warteschlange an Usern. Und die können entweder eine Menge Platz in sich haben oder die können gar keinen Platz haben. Und wenn ich da was reintue, passiert nichts, bis da was rausgeholt wurde. Das zeige ich gleich nochmal. Diese Channels sind ganz normale Werte. Das heißt, diese Warteschlangen zur Kommunikation weise ich eine Variable zu. Die kann ich in eine Funktion reingeben. Die kann ich aus einer Funktion rausgeben. Das heißt, ich hantiere mit denen wie mit einer Zahl oder einem String. Ganz normal. Ich kann in diese Warteschlangen reinschreiben. Das heißt, das geht mit so einer ganz netten Syntax. Hier lese ich. Ich kann mit einem Pfeil aus dieser Warteschlange was rausholen und mit einem Pfeil in diese Warteschlange was reinschreiben. So. Und wenn ich jetzt was lesen will davon, dann kann ich mit diesem Lesen darauf warten, bis da was kommt. Wenn da nichts ist, dann wartet er an dieser Stelle halt, bis was kommt. Wenn was kommt, dann arbeitet er weiter. Beim Schreiben gibt es da ein bisschen Unterschied. Ich hatte gerade gesagt, man kann da so ein bisschen Platz mitgeben.
hier. Das heißt, ich kann sagen, diese Warteschlange hat einen Puffer oder hat keinen Puffer. Und wenn die jetzt keinen Puffer hat, dann schreibe ich da rein und da kann nichts weiter passieren, bis jemand anfängt, daraus zu lesen. Das kann ich wollen, das kann ich auch nicht wollen. Deswegen kann ich da auch einen Puffer reintun und wenn ich dann da was reinschreibe, dann geht mein Code weiter, blockiert nicht an der Stelle, bis der Puffer voll ist. Also in dem Fall habe ich einen Puffer von 1 und wenn ich ein zweites Mal reinschreibe, ohne dass da was rausgenommen wurde, dann blockiert mein Code halt an der Stelle. Ist nur wichtig, damit ihr gleich versteht, wie der Code funktioniert. Oder wie, wenn wir den entwickeln. So, und diese beiden Sachen kann ich irgendwie verheiraten. Das heißt, ich habe Kanäle zur Kommunikation und ich habe Goroutinen, also so abstrakte Threads. Und unser Problem war ja, dass wir aus so einer Goroutine jetzt nicht einen Rückgabewert an unseren ursprünglichen Code rausgeben konnten. Und das können wir nur mit diesen Channels oder diesen Warteschlangen, wie man sie nennen will, machen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Channel mache, in dem Fall habe ich so einen Channel mit einer Größe 0, der Strings annimmt, dann kann ich eine Goroutine machen, die da was reinschreibt. Das heißt, die läuft jetzt irgendwo asynchron, schreibt Hello rein, eine andere läuft asynchron, schreibt World rein. Und jetzt habe ich noch eine dritte, die lauscht darauf in der Schleife und druckt das einfach aus. Und am Ende kommt da Hello World raus. Da habe ich durch dieses Channel-Konstrukt schon mal sowas wie eine reaktive Kette oder so. Das heißt, ich habe eine Warteschlange, da kommen kleine Nachrichten rein und ich reagiere irgendwie darauf und mache damit etwas. Ja? Also die Frage war, ob ich mir sicher sein kann, dass die beiden Wörter nicht vertauscht werden. Theoretisch nein. Weil wenn hier irgendwas davor geschieht oder so etwas, weißt du nicht, die können ja parallel laufen, dann könnte jetzt erst World reinkommen und das Hello. In dem Fall wird's, also ich habe ganz häufig auf Play gedrückt, in dem Fall wird's einfach immer Hello World sein. Aber du hast recht, da kann man sich nicht drauf verlassen. Genau. Ist halt asynchron. Da muss man sich bewusst sein. Aber trotzdem gilt, wenn etwas in den Channel reinkommt, als erstes, dann gilt First in, First out. Ne? Also die Reihenfolge innerhalb von so einem Channel wird erhalten. Nur wann es geschrieben wird, ist die Frage. Das können wir nicht deterministisch beantworten. Aber in 99,9% der Fälle steht die Hello World. Ach so. Und wichtig ist, wenn was rausgelesen wird, dann wird es da rausgenommen. Also es ist wirklich so eine Warteschlange, wo was rausgenommen wird. Nicht irgendwie so eine AMQ-Broker-Geschichte. So. Und diese Channels kann ich jetzt aber auch für alle Typen machen. Also ich hatte jetzt Strings und wir hatten vorher so einen User und jetzt kann ich auch so eine Warteschlange für User halt machen. Oder beliebige andere Typen, die ich mir generiere. Und das ermöglicht mir halt, reaktive Ketten zu bauen, die komplexe Sachen machen. Ja? Also ich habe jetzt hier innerhalb von ein paar Zeilen, okay, das ist eine Funktion hier, die was speichert, aber in ein paar Zeilen lausche ich auf einen Channel und schreibe da was in eine Datenbank, die selber vielleicht gar nicht asynchron ist. Dadurch kann ich sehr, sehr einfach zum Beispiel alte, Anführungsstriche, SQL-Datenbanken, die blockierend arbeiten, für mich so wegabstrahieren, dass die nicht blockierend asynchron laufen. Ganz toll. So. Und eine Möglichkeit, diese Sachen, die mit den Goroutinen und den Channels zu nutzen, um reaktiv zu programmieren, sind Worker. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist so ein simples Pattern, was ich jetzt beleuchten möchte gerne. Ein Worker ist einfach eine Funktion, die so ein Channel rausgibt für Input und einen für Output. Das sind sozusagen die Kommunikationswege, die er einem anbietet. Und der macht dann irgendwas damit. Tatsächlich würde so ein Worker dann anfangen zu arbeiten, aber der macht nichts, solange kein Input da ist. Das heißt, er steht bereit, freudig was zu tun und wartet, bis auf seinen Input was reinkommt. Und der hat dann für seinen Input einen Typ und für seinen Output. Input, Output. Ah, ich habe es hier Result genannt. Eigentlich müsste das Output heißen. Und dadurch ist garantiert, dass nur das in diesen Channel reinkommt, was ich erwarte. Bei typlosen Sprachen muss ich sowas dokumentieren. Hier spare ich mir die Dokumentation, kriegt aber dafür einen Compilerfehler. Was besser ist, als wenn es in Produktion explodiert.
Aber das ist ja eine lange Diskussion, ob typlos oder nicht. Und für das Resultat genau das Gleiche. Da habe ich einen definierten Typ und mein restlicher Code kann davon ausgehen, dass das auch erfüllt ist. Und wenn ich entwickle, habe ich auch die ganzen Vorteile von so einer Entwicklungsumgebung, die mit Typen umgehen kann. Das kostet mich jetzt ein paar Zeilen Code, wenn ich das vergleiche mit Sprachen, wo ich einfach irgendwas in so einen reaktive Queue reingebe und rausnehme. Aber dafür bin ich mir sehr sicher, dass es funktioniert. Und wenn ich jetzt so einen Output-Channel von einem Worker habe, kann ich irgendwas mit dem machen und dann in einen anderen Input-Channel reingeben. Und da habe ich die Dinger zusammengestöpselt, anstatt dass ich das mit irgendeiner Annotation mache oder irgendwelchen Framework-Funktionalitäten, passiert das hier ganz klar mit Basissyntax der Sprache. Das heißt, ich muss auch keine Frameworks importieren oder irgendwas Neues lernen, wenn ich die Sprache beherrsche. Und das Fehlerhandling ist, wie am Anfang gezeigt, super trivial. Gehen wir zurück. Ich mache einfach einen Fehlertyp oder ein Fehlerfeld in meinen Typ und prüfe auf den. Also der Code ist halt grenzdebil. Ne? Das ist sehr, sehr einfach. Und wenn ich die Sprache mal gelernt habe, verstehe ich auch diese Prinzipien der reaktiven Programmierung anhand von so einem Beispiel, ohne dass ich es jemals gelernt habe. Und das hier ist so eine Stelle, da stöpsel ich die zusammen. Das heißt, ich habe jetzt hier den Output von einem Worker und den Input von einem anderen zusammengestöpselt, würde das aber mit 3 oder 4 verschiedenen machen und hätte hier eine Stelle, wo mein Code das orchestriert. Werde ich gleich ein Beispiel zeigen. Und hier für Fortgeschrittene, falls jemand mit Streams gearbeitet hat, dann wird er sich wundern, wo sind denn die ganzen Stream-Operationen? Die baut man in Go entweder selber nach oder importiert da ein Paket. Man kann, in dem Fall ist das ein Broadcast, den kann man ganz leicht selber bauen mit 10 Zeilen. Aber jetzt nur für Fortgeschrittene, lasst euch nicht davon ablenken. Die Frage kam doch schon mal auf. So, wir haben jetzt 24 Minuten. Ich würde jetzt das Live-Coding einmal machen, anfangen. Und zwar geht es darum, dass wir einen kleinen Webcrawler machen, der einfach der Links aus Seiten raussucht, wenn ich die eingebe. Ich kann den mal zeigen, ich habe den schon hier. Sieht man das? Ja, cool. Es geht. Ah, da muss ich gucken, wie ich das größer kriege. Ich habe keinen Apfel. Ach, tatsächlich. Wunderbar. So einfach. Cool. So, das heißt, ich habe hier jetzt schon so ein Programm. Und jetzt als kleines Beispiel gehe ich mal auf google.de. Und wenn ich Internet habe, habe ich Internet. Ach nee, das ist ein schlechtes Beispiel hier. Ich baue das Programm am Ende einmal. Ich habe das nämlich gebaut mit nicht funktionierendem Code, den ich jetzt aufbauen muss. Das heißt, unser Ziel ist es, ein Programm zu haben, da gebe ich Seiten ein, das lauscht einfach immer weiter auf meinen Input und das schreibt Dateien raus mit all den Links, die es auf der Seite gibt. So, das heißt, der lauscht immer weiter auf eine Kette von Input und macht damit irgendwas. So, Moment. Das funktioniert nicht. Nee, kurz Moment. So. Okay. Genau. Und zwar habe ich da ein bisschen was vorbereitet. Ein Go-Programm sieht halt immer irgendwie so aus, dass es eine Main-Funktion gibt, eine Einstiegsdatei, wie in anderen Sprachen auch. Oh, ja. Natürlich. Nee, Shift 0. Ah, noch ein bisschen größer. So. Kann man es besser lesen? Ja? Okay, cool. So, das heißt, ein Go-Programm sieht so aus, dass man eine Main-Datei hat, in dem Main-Paket mit einer Funktion, wo man einsteigt. Also wie bei anderen Sprachen auch. Und dann habe ich halt Pakete, die habe ich jetzt hier schon importiert, für meinen Crawler und für mein Ding, was die Links in der Datei schreiben wird. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie ich crawle, weil es geht hier nicht darum, wie ich auf einer Webseite HTML-Text durchforste, sondern wie ich diese Sachen ineinander stöpsel. Also ich habe schon mal hier einen Crawler vorbereitet, kann ich ganz kurz zeigen. Der hat eine Funktion zum Crawlen, der klickt eine URL rein und der gibt ein Resultat raus und dann habe ich so ein Ding für Dateien, das nimmt eine
eine Aktion rein, was es tun soll und gibt ein Resultat raus. Aber was diese Aktionen sind und diese Resultate, das definiere ich jetzt in meinem Worker. Das heißt konkret, wenn ich anfange hier zu crawlen, lege ich erstmal fest, was erwarte ich und was gebe ich raus. Also ich erwarte irgendeine Aktion von meinem Crawler, die irgendwelche Felder hat. In dem Fall hat er eine URL einfach so, hier URL. Das heißt, das reicht mir schon, um anzufangen zu crawlen. Was will ich rausgeben? Ich gebe raus ein Resultat. Result, nenne ich das. Und in dem Resultat gibt es auch die URL, weil ich die vielleicht brauche. In meinem Fall will ich den Dateinamen einfach nach der URL benennen. Daten, das ist ein Array oder ein Slice, wie das bei Go hier ist, an Strings. Und ein Fehler. Vielleicht war die Seite nicht erreichbar, ich habe eine Unsinns-URL eingegeben, was auch immer. So, damit habe ich mein Input und Output definiert. Und was ich dann noch mache, ist, dass ich meinen Crawler definiere. Start Crawl Worker. Also die Benamung kann man natürlich optimieren, ne? Aber ist ja egal. Und als kleines Schmankerl gebe ich hier auch an, wie viele von diesen Workern parallel laufen. Ja, vielleicht will ich 10 Seiten gleichzeitig holen, nicht nur eine. Und am Ende gibt der raus ein Channel mit seinem Input. Das heißt, der erwartet, ist das Crawler Actions? Und ein Channel mit seinen Resultaten. Crawler Result. So, das heißt, wir haben jetzt hier, jetzt ein bisschen klein wieder. Hier. Das heißt, wir haben jetzt hier definiert, was wir erwarten, was wir rausgeben und hier wird was gemacht. Okay, was hier gemacht wird, ist relativ einfach. Ich erstelle erstmal meinen Input-Channel, wie wir es gerade gesehen hatten. So. Und ich gebe den Puffer von 100, warum nicht? Ein Output-Channel. Oder Result. So, und jetzt habe ich schon automatisch jetzt habe ich schon meine Kommunikationsmedien. Die return ich am Ende einfach. So, Output Channel, so. Einfach. Und was ich in der Mitte machen will, ist, dass ich meine Arbeiten oder meine Worker starte, so viele wie ich haben will. Das heißt, jetzt kommt dieses Go-Stichwort. Ich starte eine Go-Routine, und zwar wie häufig? Ich starte die so häufig, wie ich oben angegeben habe. Das heißt, ich möchte gerne wie viel Num-Worker? Ich möchte gerne, 10 Arbeiter haben, die gestartet werden. Nicht meine Arbeitstastatur. Und dann startet er einfach eben diese 10 Go-Routinen. Und was die einfach machen, ist in der Schleife auf den Input zu lauschen. Nochmal was? Was hast du gesagt? Ja. Achso, ja, kann ich. Ich wollte nur einmal später zeigen, dass man das dynamisch reingeben kann. Ja. So, und vom Input lausche ich drauf, mache irgendwas damit. In dem Fall crawle ich mit der URL, die ich habe, und das Resultat gebe ich dann einfach mein Output raus. So, Result. Zack. Richtig. Gute Anmerkung. Crawler Action klein schreiben. Richtig. Ja.
sonst würde der hier meckern. Sorry, was hast du gemeint? Nee, ich habe nur hier die Syntax falsch. Das war das Problem. Aber du meintest, ob das hier falsch ist? Ja, ich hatte es in der Datei noch. Ich hatte es in der Datei noch mit dem richtigen Namen. Das heißt, jetzt verstehe ich, was du meintest. Du meintest, dass der Typ noch nicht definiert war, aber der ist hier tatsächlich definiert. Ich wollte uns nur die Crawler-Arbeit sparen, weil das frisst unnötig Zeit. So. So, okay. Jetzt funktioniert alles. So. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Input, der eine URL hat, einen Output, der Daten hat und einen Fehler vielleicht. Und wir haben eine beliebige Anzahl an arbeitenden Bienchen, die für uns crawlen. Und das Gleiche wollen wir jetzt auch für Dateien machen. Und danach stöpseln wir das zusammen. Also für die Dateien ist das genauso simpel, sogar noch kürzer. Wir erwarten einen Typ mit Aktion. So. Und da erwarten wir einen Dateipfad zum Beispiel und irgendwas, was in die Datei reingeschrieben wird. So. Und wir erwarten ein Resultat. Vielleicht gab es Fehler beim Dateischreiben oder so etwas. File Result struct. Da ist eine Datei drin. In dem Fall ist das einfach so ein Typ von Go für Dateien. Anzahl an Zeilen, weil ich vielleicht meinem Log-Output ausgeben will, wie viel geschrieben wurde. Und ein Fehler, falls es einen Fehler gab. So. Und bei dem anderen, weil, okay, die Dateien, die dauern nicht so lange, wie was aus dem Internet zu holen. Deswegen spare ich mir bei dem jetzt dieses ganze mehrfache Worker-Geraffel und mache hier einfach eine ganz simple Funktion, die nichts weiteres hat. Die gibt auch eben einen Channel raus mit dem Input, den sie erwartet, und einen Channel mit dem Output. Und muss den entsprechend auch, genau wie der andere, erstmal erzeugen. Ist ein bisschen redundant jetzt. Ach komm. So, machen wir 100. So, okay. Und die gebe ich einfach zurück. So. Und in dem Fall starten wir einfach ein Worker, der einfach auf Aktionen lauscht, von seinem Input. Und am Ende eine Datei schreibt und das Ergebnis in seinen Output-Channel schreibt. So, nichts Wildes. So, fertig. Also das waren jetzt, weiß ich nicht, ein paar Zeilen. Und das ist dann sozusagen der ganze Code, den ich brauche, um die reaktiven einzelnen Worker irgendwie zu definieren. So, das heißt, ich habe jetzt irgendwie eine Datei, in der gecrawlt wird, eine Datei, in der Dateien geschrieben werden. Und jetzt muss ich das Ganze irgendwie zusammenstöpseln. So, das ist jetzt der eigentlich interessante Part. Wie ich das machen würde, ist so, dass ich das von oben nach unten durchlesen kann, die Orchestrierung, damit ich verstehe, wie mein Programm am Anfang initialisiert wird, wie die Sachen ineinander spielen. Und da ich das bei Go so machen kann, mache ich das ohne irgendwelche großen Annotationen oder Configs, erstelle ich einfach mein Worker mit den Funktionen, die ich gerade erstellt habe. Na? Crawl start crawl worker. Und ich will, weiß ich nicht, 3 von denen starten. Und das gleiche nochmal für das mit der Datei. Den Datei worker. Out
Fall. So. Ach nee, das ist hier. Nee, nee, es ist jetzt richtig. So. Ich benutze die nur nicht. Ach ja, kleines Ding. Go ist sehr, sehr radikal, was nicht benutzte Variablen angeht. Also der kompiliert jetzt auch nicht, solange ich die nicht benutze. Deswegen ist das der Fehler. Also nicht wundern, wir benutzen die gleich. So, und was ich jetzt machen will, ist, dass ich die beiden Worker irgendwie ineinander stöpsle. Das heißt, ich habe für alle Resultate, die... War das von mir? Nee, okay. Für alle Resultate, die ich irgendwie von meinem Crawler bekomme, will ich gerne Dateien schreiben, falls es keinen Fehler gab. Result. So, falls es einen Fehler gab, dann will ich einfach was loggen. Einfach den Fehler, der da geschmissen wurde. Und ansonsten will ich gerne. Achso, und ich will da. Und wie gerne die nächste Nachricht verarbeiten. Und ansonsten will ich gerne, dass mein Dateiworker anfängt, die Ergebnisse zu schreiben. Dafür gebe ich dem in seine Warteschlange sozusagen eine Aktion rein. Und zwar mit einem Pfadnamen, wie die Datei heißen soll. Dafür habe ich eine kleine Hilfsmethode gemacht. Die wird einfach die URL nehmen und das HTTPS wegschneiden oder das HTTP vorne. Welt.url, so. Und ich mache mal hier wieder das weg. So. Also. Und dann hat er auch noch einen Inhalt, nämlich eben die gecrawlten Daten. Ja, okay, alles klar. So. Und damit habe ich die beiden ineinander gestöpselt. Ah, habe ich irgendwas übersehen? Ach ja, da fehlt ein For. Das heißt, ich will ja nicht nur einmal ein Crawl-Resultat haben, sondern ich will das gerne immer wieder drauflauschen, ob es neue Resultate gab. So, jetzt hier irgendwas durcheinander. Ah. Eins, zwei, drei, nein. Ja doch, da fehlt noch eine Klammer hier. Und in Zeile 18. Ach so, genau. Man muss, das hier ist eine Funktion. Falsch, Klammer, ja. Live-Coding. Tut mir leid. So. 15 Minuten. Perfekt. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt den Crawler einander gestöpselt mit diesem Fileworker. Und jetzt wollen wir auch noch reagieren, falls irgendwelche Dateien geschrieben wurden oder auch nicht. Das heißt, das geht auch ganz einfach vor. Diesmal mache ich es auch direkt richtig. Wir haben irgendwelche Resultate. Von dem Output unseres Workers. Und wenn es da einen Fehler gab, dann will ich das gerne wissen. Nichts Wildes. Nee, so. Und das will ich auch einfach loggen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen redundant, aber Fehlerbehandlung sollte man niemals ignorieren. So.
Und dann will ich weitermachen. So, fertig. Und ansonsten will ich einfach loggen, wie viele Links oder Zeilen geschrieben wurden. Und eine ganz einfache Printf-Syntax, wenn Leute 10-mal gemacht haben oder andere Sprachen, wo das benutzt wird, kennen Sie das. So. Lines. File Results. File.name. So. So. Okay. Und der muss wieder ausgeführt werden. Direkt. Das heißt, wir haben hier wieder anonyme Funktionen, die direkt als Go-Routine ausgeführt werden. Das heißt, wir haben jetzt, weiß ich nicht, ich glaube insgesamt 5 Go-Routinen plus der am Anfang von der Main-Funktion und das könnte jetzt auf einem Thread laufen oder auf 2, ja? Könntest du nochmal lauter sagen? Nee, tatsächlich braucht es einen Zeilenumbruch. Ja, du hast recht. Ich habe benutzt das Log-Paket. Das Log-Paket macht das automatisch, genau. Aber wenn du ein normales Printf hast, dann würde das nicht sein. Die Frage war, ob das Printf automatisch einen Zeilenumbruch macht. In dem Fall ja, weil das ein Log-Paket ist. So. Okay. Ich sitze, glaube ich, auf dem. Hört man mich jetzt wieder gut? Okay. So. Also, wir haben jetzt den Crawler angestöpselt an den Fileworker und wir lauschen auf Resultate von der Datei. Das Einzige, was wir nur noch machen müssen, ist den Input vom User irgendwie bekommen und den dann in das Programm reinfüttern. Das machen wir einfach, indem wir die Kommandozeileneingaben des Users scannen. Dafür gibt es so ein Tool bei Go, das heißt Scanner. Einfach nur einmal zum Zeigen. So. Und ich kann einfach den Standard-Input hier benutzen und dann entsprechend über den iterieren. So. Und ich gebe ein kleines Info-Dings hier rein, dass ich sage, please enter URLs line by line. Soll ja benutzerfreundlich sein. So. Genau, und was wir jetzt einfach machen, ist, dass wir für jede Zeile, die wir da so mitbekommen vom User-Input, wenn sie denn nicht ein Exit war, womit wir unser Programm beenden, zack, und zwar mit einem schönen Error-Code, kein Error-Code, falls das kein Exit war, geben wir das rein als Input in unseren Crawler. Crawler Action. Und damit haben wir das eigentlich fertig. Das heißt, URL und Text. So. So. Und das Einzige könnte irgendwie sein, dass Standard Input nicht erreichbar ist oder kaputt oder was auch immer. Da müssen wir noch einfach nur gucken, ob es einen Fehler gab. Und wenn es den gab, dann will ich irgendwas damit machen. In dem Fall beende ich mein Programm mit einem Excel-Code 1 und dann ist das auch wirklich fürs Betriebssystem oder für Docker zum Beispiel ein Fehler, wenn wir das da ausführen. Error. So, okay, fertig. So. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie 2 Worker gebaut, die ineinander gestöpselt mit asynchron laufenden Funktionen, die überschleifen, immer weiter auf ihren Input-Kanälen lauschen, irgendwas damit machen und dann an den anderen weitergeben. Das gleiche für die Dateien, die irgendwas damit machen. Wir lauschen darauf asynchron und machen was damit. Und wir lauschen asynchron, oder nee, in dem Fall sogar synchron, auf die Eingaben des Benutzers in der Kommandozeile und wollen damit crawlen. Und jetzt kann ich das Ganze ganz einfach starten. Okay, cool. Eingeben, wir nehmen mal google.de
21 Zeilen. Wenn wir mal gucken, wo ist es? Sites, Google.de, juhu, 21 Zeilen. Ah. So. Oder Tarente, meine Firma, 70 oder Heise, 360 Zeilen. Das heißt, wir haben jetzt hier, ohne dass wir irgendein Framework benutzt haben oder irgendwelche krasse Magie, die durch Konfiguration gemacht wurde oder so etwas, haben wir uns in relativ wenigen Zeilen ein reaktives Konstrukt zusammengestöpselt, welches relativ imperativ von oben nach unten durchlesbar ist und einfach kommuniziert über so asynchrone Queues oder Channels, wie das in Go heißt. So, wie viel Zeit ist das noch? Genau. So, das Live-Calling ging ein bisschen länger als gedacht, sorry, aber hat jetzt doch noch geklappt. Ziehen wir ein Fazit. Das heißt, okay, ein Vorteil ist, wir haben Dokumentation inklusive. Bei diesen ReactiveX-Dings, was wir da gesehen haben, haben wir den Vorteil, dass wir sehr generisch formulieren können, wie wir arbeiten wollen. Hier haben wir den Vorteil, dass wirklich an diesem Worker dran steht, welche Daten wir erwarten. Und wenn wir das ändern, dann bricht auch unser Programm und verhindert, dass wir eben ungewollte Änderungen in der Laufzeit haben. Wir sind also sehr, sehr sicher, wenn unser Programm gebaut hat, sind wir sehr sicher, dass die Sachen zusammenspielen und wir nicht während der Laufzeit irgendwelche Probleme haben, zum Beispiel auf Produktion, wenn unser Chat auf einmal nicht mehr mit den Chat-Nachrichten klarkommt, wie sie da formuliert sind. Wir können relativ leicht debuggen, dadurch, dass die einzelnen Teile, die asynchron laufen, ganz simpel von oben nach unten runtergeschrieben werden, setze ich dann normal meine Breakpoints rein und kann auch gucken, was in diesen Channels ist. Aber wir haben ganz eindeutig mehr trivialen Code. Ne? Das, was ich hier gemacht habe, hätte ich in einer typenlosen Sprache oder in einer Sprache, die eben die Generics unterstützt, hätte ich wahrscheinlich in der Hälfte des Codes machen können, weil ich diese ganzen Typendefinitionen an der Stelle so nicht gebraucht hätte. Aber die sind auch gleichzeitig ein Vorteil. So, wenn man mehr Infos will, gibt es ein paar interessante Links. Einerseits, klar, der Code von dem ganzen Zeug hier ist auf GitHub. Mit ein paar Kommentaren, die ich jetzt hier nicht dran habe, zum Verständnis. Ich weiß nicht, ob die GitHub-Links dann irgendwie auf der Seite sind. Vielleicht, ja, okay, cool. Ansonsten gibt es diesen Talk von Rob Pike, Concurrency is not Parallelism, wo auch diese Sache mit dem Verbrennen der Briketts irgendwie herkommt. Da erklärt er sehr, sehr gut, welchen Vorteil Concurrency gegenüber einfacher Parallelisierung hat. Besser, als ich das jetzt hier machen konnte. Und ein Link auf ReactiveX. Also, wenn ihr reaktiv programmieren wollt, macht das nicht das erste Mal so, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern guckt euch einfach ReactiveX an. Die sind nämlich ganz, ganz toll. Nur bei Go fand ich die nicht so super. Das war's. Dankeschön. Falls ihr Fragen habt, einfach Fragen. Ansonsten streue ich hier wahrscheinlich beim Talentstand noch rum, falls einer noch was bereden will. Wenn einer auf mein GitHub guckt, da sind auch 2, 3 Go-Kurse allgemein zu Go-Webserver-Programmierung oder Go-Basics. Also wenn einer sich mal mit Go beschäftigen will, gerne einfach in meinem GitHub rumklicken. Dankeschön.